Nun, Friedrich der Große, der spricht sich gegen Ärzte aus. Und zwar, das, was ich gleich vorlesen werde, hat er am 10. Juni 1749 mit den Worten oder mit folgenden Worten an Voltaire geschickt: Ich habe Anlass, etwas über Ihr Verfahren aufgebracht zu sein. Ich leide an der Gicht. Und Sie haben mich beinahe durch Ihre Schwitzkuren ins Jenseits befördert. So, reime wieder einen Arzt, der einen armen Gichtkranken durch eine Schwitzkur umzubringen gedachte. Und wir kennen ja mittlerweile die spitze Feder und die Spitzfindigkeiten von Friedrich dem Großen. Geschrieben, also wie gesagt, im Juni 1749. Nein, jetzt widerrufe ich alles, was mein Spott gesündigt hat, nah und fern, in Dorf und Stadt. Ehre der Arzneikunst, schall es. Groß, ja groß ist Hippokrat, denkt, was seine Allmacht kann. Wahrlich, es ist ein Mirakel. Dieser Leib hier, er zerrann. Neue Formen nimmt er an, fließt, o oh grausiges Spektakel, wie ein Bächlein mir hindann. Seht, schon werd ich eine Quelle. Und ich sickre und ich rinne, bis ich mir im Tal gewinne. Meinen Strom so klar und helle. Ja, hinein, für immer sollen meine Wellen mit den seinen sich vereinen, selig mit ihm weiterrollen. Mag's durch Wiesenlande sein oder auch durch Himmelsstriche, so wie Libyens. Fürchterliche Glutendürre, Wüstenein, meint ihr, dass ich von ihm wiche? Ob er niederwärts von steilen Bergen schäumt in Donnerfällen oder seine raschen Wellen zu des Weltmeeres Schoße eilen? Oder ob ein Fürst sich endlich schlau den Wanderburschen einfängt und mit Künsten gar umständlich seiner Wassertriebkraft einzwängt, dass er mannigfach verzweigt, als ein lustger Springquell steigt. Mir soll's gleich sein, immerhin. Segen ich meines Schicksals Gunst, meiner Wandlung Hochgewinn bleibt, dass ich jetzt sicher bin vor der Ärztekunst.